Hände hoch, mitten in der Besprechung. Wir haben uns natürlich sehr gefreut, als wir erfahren haben, dass wir den Erwin-Schrödinger-Preis gewonnen haben. Dieser Preis honoriert ja interdisziplinäre Arbeit. Das ist für mich und für unser ganzes Team sehr, sehr wichtig. Mein Name ist Fabian Theiss. Ich habe die Datenanalyse in dieser Zusammenarbeit koordiniert. I am Lala Hagverdi and my part was to analyze the activity of genes in single cells. Mein Name ist Carsten Mahr. Ich habe bei dem Projekt Daten analysiert und Studenten betreut. Ja, ich bin Tim Schröder. Ich bin der Biologe im Bunde. Ich bin derjenige, der experimentell arbeitet. Ich bin Stammzellbiologe, mich interessiert, wie Moleküle steuern, was Zellen tun. Normalerweise seit vielen Jahren messen Forscher Durchschnittswerte von großen Populationen an Zellen, zum Beispiel von 1 Million Zellen. Wie schaut eine Zelle im Durchschnitt aus? Mich interessiert, wie schauen einzelne Zellen individuell aus? Dazu filmen wir Zellen über lange Zeiträume, bis zu 1 bis 2 Wochen. Und die Datenmengen, die da anfallen, sind riesig groß. So einen Riesenwust, eine Riesenmenge an Daten produzieren die, wirkliche Big Data in verschiedenster Hinsicht. Die Analyse dieser Daten braucht neue Computermethoden. Als ich hier gerade frisch im Helmholtz-Zentrum angekommen war, sind wir, Fabian und ich, zusammen zu Tim ins Büro. Und Tim hat uns seine biologischen Fragen erklärt und wir dachten, das ist ja toll, das können wir modellieren. Es hat sich dann herausgestellt, dass wir erstmal sehr viel Zeit und Arbeit reinstecken müssen, um aus den Filmen Daten heraus zu generieren, die wir dann fürs Modellieren benutzen können. Durch diese Einzelzelldaten, das war ganz erstaunlich, konnten wir einiges an Lehrbuchwissen, was seit 10, 20 Jahren anerkanntes Wissen im Feld war, über den Haufen schmeißen. Vieles war dann doch plötzlich anders, als man dachte. Mittlerweile können wir vorhersagen, was eine Zelle dann an Entscheidung trifft, wo sie hingeht. Und diese Methoden sind so allgemein, dass wir damit ganz andere Big-Data-Fragestellungen noch beantworten können. Bei Lales Projekt haben wir jede einzelne Zelle angeguckt und uns gefragt, welche der 20.000 Gene aus menschlichen Zellen aktiv sind in jeder einzelnen Zelle. What I did was like completing a puzzle of a tree, where the single cells are little pieces of this puzzle, and I could organize them in a way to get a complete picture of the tree, so that you can look which cells are like the stem of the tree and which cells are appearing later in development on the branches of this tree. Was wir hier machen, ist Grundlagenforschung, aber es fallen auch immer wieder sehr spannende Anwendungen raus. Ein Beispiel ist Diabetes, in der in der Bauchspeicheldrüse sogenannte Beta-Zellen kaputt gehen. Zusammen mit Medizinern und Biologen schauen wir nun die Bauchspeicheldrüse auf Einzelzellniveau an und fragen uns, was zwischen gesunden und Diabetespatienten unterschiedlich ist, um dann diese Krankheit zu verstehen und mittelfristig auch behandeln zu können. Also so eine interdisziplinäre Arbeit, wie sie jetzt beim Erwin-Schrödinger-Preis gewürdigt wird, ist natürlich viel komplizierter und härter, würde ich sagen, als wenn man sich in der Comfortzone in seiner eigenen Community bewegt. Das liegt daran, dass die Forscher aus den verschiedenen Bereichen verschiedene Herangehensweisen haben, verschiedene Fragen stellen, die Fragen selbst anders stellen. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Tim ist ein ganz schönes Beispiel für ein interdisziplinäres Projekt, wo wir wirklich gezeigt haben, dass wir über Gruppen hinweg die Leute zusammenbringen können, dass wir gegenseitig in Lab-Meetings gehen und uns gegenseitig Fragen stellen, sodass wir unsere Methoden und der Tim seine biologischen Experimente weitertreiben können. It is very important to work interdisciplinary because the problems of this world is not anymore only in physics or only in mathematics, but you need the different knowledge from many different fields. Es war für uns sehr, sehr wichtig, dass wir über das Helmholtz-Zentrum in München hier die Möglichkeit hatten, über viele Jahre an diesem Thema zusammenzuarbeiten. Das Projekt hat letztlich fast 10 Jahre gedauert, bis wir es wirklich auf das Level gebracht haben, zu dem Abschluss gebracht haben, den wir gerne wollten. Und dazu diesen Rahmen zu haben, auch über viele Jahre an einem Thema weiterarbeiten zu können, war sehr, sehr wichtig für uns.